Sie nehmen Zeichen? Ja. Wir schicken. Kommen Sie mit? Ja, ja, lassen Sie mich durch. Was? Ja, ja. Achso, hier. Ja. Wo ist das doch mal? Ich mach ja schon. Das ist das. Yes. Sagen Sie mal, der von Wagner, ja, möchte man bei einem Einbruch nicht eigentlich unentdeckt bleiben? Wir brechen ein Fernsehstudio ein. Entdeckt zu werden ist der Grund, warum wir hier sind. Herr Uthoff. So, da müssen wir. Scheiße. Oh. Was kostet eigentlich so eine Marx-Büste? Gott, wir sind 2 Minuten hier und Sie haben Karl Marx vom Sockel gestoßen. Herzlichen Glückwunsch, daran arbeitet die FAZ seit 50 Jahren. Machen Sie mal nicht so, das ist nicht. Wie heißt der Spruch so schön? Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten. Oder muss es jetzt heißen, die Alte stürzt? Konzentrieren Sie sich. Ja. Was ist unser Plan? Ach, das haben wir jetzt noch 1000 Mal durch. Ja, bitte? Oh, wir sind hier, um die Anstalt zu besetzen und Missstände mit Mitteln der Satire sichtbar zu machen. Na, geht doch. Ja, vielleicht wäre es dann gut, wenn uns die Leute auch sehen könnten dabei. Ja, na, dann machen wir doch einfach mal das Licht an. Herzlich willkommen heute hier in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Wir freuen uns auf die Berliner mit unserem Fremdenpaar Angie und Sigi. Großartige Zeiten brechen an. Und wir alle können. Hören Sie mal. Aus! Aus! Ah, die Sprücheklopfer. Hohle Phrasen in den Wind gesprochen. Sympathisch, aber nutzlos. Das macht sie zum Peter Altmaier des deutschen Kabaretts. Wir sind drin. Unser Plan hat perfekt funktioniert. Ach, perfekt. Der Pförtner hat zu Ihnen gesagt, grüß Gott, Herr Pelzig. Das. Warten Sie mal. Das wollte ich immer schon mal machen. Was? Hier! Hier! Hier hat Urban Priol dem Karstadt-Investor Berggrün die Hosen runtergezogen. Oh, und hier hat Erwin Pelzig Goldman Sachs dem Erdboden gleichgemacht. Wissen Sie, dass der Kurs von Goldman Sachs seitdem um 30% gestiegen ist? Soll man sagen, Satire kann nichts bewirken. Ja. Meine Herren, das ZDF fragt, wer wir eigentlich sind. Okay. Sagen Sie ihm, wir sind hier, wir machen den Laden wieder flott. Sagen Sie, wir sind der ADAC. Schlechtes Beispiel. Wenn Sie vielleicht... Sagen Sie ihnen, wir erklären diesen Sendeplatz hiermit für besetzt. Das ist gut. Ja, ja, ja. Sie sagen, Sie lassen es mal laufen, solange die Quote stimmt. Und solange ich hier bin, stimmt ja wenigstens eine Quote. Ja, ja, das ist gut. Sagen Sie mal, Wo ist eigentlich der Praktikant? Ah, das ist nicht gut. Ah, okay. Ja, ja. Ah. Unser Praktikant. Ja, ja, vielen Dank. Nico. Eine Plane und eine Kapuze, ja? Ja, ich werde ungern erkannt. Ja, das ist die richtige Einstellung fürs Fernsehen. Gibt's denn schon irgendwelche Reaktionen auf unsere Besetzung im Internet? Ja, es gibt schon einen ersten Verriss auf Spiegel Online. Mein Gott, sind die schnell. Ja, denen hat der Auftritt vom Egersdörfer nicht gefallen. Was? Der war doch noch gar nicht dran. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt geht's los! Arsch hoch! Oder haben Sie schon mal gesehen, dass eine Revolution im Sitzen stattfindet? Und wie war's? Super, super! Nein! Ich fand's ganz toll. Spiegel Online fand's etwas zu belehrend. Sagen Sie mal, wo sind eigentlich die Transparente? Ah, da hat sich dankenswerterweise Nico drum gekümmert. Einen Moment. So. Ah. Nico, das sollte heißen, nieder mit der Repression, nicht wieder mit der Depression. Was war eigentlich Ihr Einstellungskriterium für den Praktikanten? Akute Legasthenie? Das ist ja eine tolle Revolution. Also wenn wir das damals in der DDR auch so gemacht hätten, dann wäre Angela Merkel heute Staatsratsvorsitzende. Und, was wäre der Unterschied? Sie wäre Alleinherrscherin ohne Opposition.
Nochmal, was wäre der Unterschied? Nico, ja bitte. Der Vorspann wäre jetzt fertig. Gut. Ah, ja. Position und bitte. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, werter Pöbel. Wir, die Front demokratischer Partisanen. Kurz, die FDP. Sollen wir es lang lassen, nur für den Fall. Ja. Sie haben uns nicht gewählt, wir sind aber trotzdem da. Ja, ein Gefühl, das Ihnen als Bürger bekannt vorkommen dürfte. Wir sind hier und haben diese Sendung besetzt, um Sie, liebe Bürger, mit einem Dokument vertraut zu machen, das hochbrisante Informationen enthält. Dieses Dokument trägt den Namen Grundgesetz. Ja. Kommen wir gleich zum wichtigsten Satz, Artikel 20 Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das sind Sie gemeint. Ja. Danke. Ja. Sie sind der politische Souverän. Sie wählen Vertreter ins Parlament, diese bilden eine Regierung, diese regiert die Gesellschaft in Ihrem Sinne, nur kontrolliert von den Medien und der Justiz. Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, nein, es ist die Wirtschaftslobby, die die Richtlinien der Politik bestimmt. Da sind Sie nicht gemeint! Die Regierung setzt diese Richtlinien dann nur noch im Parlament um und Parteien und Medien sorgen dann nur noch dafür, dass sie als Volk auch folgen. Ja. Das. Ja, dann. Es gibt nichts zu beschönigen. Die Reallöhne sinken. Vielen droht Altersarmut. Der Trend geht zum Drittjob. Und was sagt Ihr Bundespräsident dazu? Zitat Joachim Gauck: Man müsse die Zweifel an der Marktwirtschaft schon ernst nehmen, aber nicht um diesen Zweifeln zu folgen, sondern um ihnen zu begegnen. Das heißt, sollte es Missstände geben, die Sie verzweifeln lassen, beseitigen Sie nicht die Missstände, sondern Ihre Zweifel daran. Verstehen Sie, was dieser Mann Ihnen sagen möchte? Verstehen Sie das? Dieser Mann möchte Ihnen sagen, wenn Sie zu wenig zu fressen haben, ja, dann ändern Sie doch einfach Ihre Einstellung zum Hunger. Na, was? Sehen Sie es? Ich hab's Ihnen gesagt. Ja. Kein Aufschrei. Ach. Das Volk interessiert sich nicht mal mehr für seine eigene Unterdrückung. Ja, ist ja auch kein Volk, das ist Publikum. Was? Wo ist denn da der Unterschied? 24 Euro Eintritt. Von Wagner, so zynisch kenne ich Sie gar nicht. Ja, Schluss, aus, Cut! Was? Freunde, das geht so nicht. 5 Minuten Pause. Ja, das braucht mehr Power. Traut euch mal was. Mehr Power? Okay, sie hat recht. Sie hat wirklich recht. Wir müssen sie mehr verächtlich machen, die rücksichtslosen Banken, die Regierung nur noch als bloßes Anhängsel ihrer eigenen Geschäfte betrachtet. Diese Regierung des organisierten Geldes ist inzwischen genauso gefährlich geworden wie die Regierung des organisierten Pöbels. Nie zuvor in unserer Geschichte waren diese Kräfte so geeint wie heute. Sie sind sich einig in ihrem Hass auf mich. Und ihr Hass ist mir sehr recht. Sagen Sie mal, wo nehmen Sie nur immer diese Leidenschaft her? Lassen Sie mich raten, das war Castro. Nein, das war Roosevelt. Was? So einer war mal amerikanischer Präsident. Hatten die damals keine CIA? Nein. Dafür eine Finanzkrise, sie hatten Massenarbeitslosigkeit und enorme Spaltung zwischen Arm und Reich. Ja, fast so wie heute. Die reichsten 85 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und hatte Roosevelt eine Lösung dafür? Naja, also krasse Umverteilung, also 90% Spitzensteuersatz. 90%? Ja, ja. Hat die Merkel nicht so was Ähnliches gefordert? Lass mich kurz überlegen. Fast. Merkel möchte den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und öfter an die frische Luft. Schluss! Schluss mit diesem Politikpräservativ aus der Uckermark. Ja. Wir nehmen uns Roosevelt zum Vorbild. Ja. Ja. Das wird überhaupt unsere erste Forderung. Ja, ja, 90% Spitzensteuersatz. Das ist gut. Gilt das auch für Alice Schwarzer? Ja, selbstverständlich. Gut. Warte. Oder Frau Rossi. Gilt das dann auch für uns?
Sie haben recht. 53% Spitzensteuersatz. Oh, plus Vermögenssteuer. Ja, ne? Ja, das ist gut. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch eine Ikone, die für diese politischen Forderungen steht. Habe ich schon. Pass mal auf. So, ach, doch nicht der. Der ist doch durch. War der nicht im Dschungel? Okay, na gut. Also, Hanse, Hanse. Hier, zweiter Vorschlag. Pass mal, geht's Ihnen noch gut? Ja, was denn? 53% Spitzensteuersatz, Vermögenssteuer, alles dabei wohl. Nein, nein, nein. Okay, meinetwegen. Also, letzter Vorschlag. Was? Ja? Ja, okay, so geht's. Gut, wunderbar. Oh, was? Verdammt, ich, Herr Uthoff, ich habe Ihnen gesagt, das ZDF dreht uns den Saft ab. Ja, Helmut Kohl, das war zu radikal. Zu radikal? Das war eine Bimbis-Revolution bis hierher. Die werden das Studio stürmen und uns foltern. Also, ich sag nichts. Ach, sollen Sie doch kommen. Ja, wir haben ein Idol, Helmut Kohl. Entschuldigung, bin nur an Lichtschalter gekommen. Ah, okay. Puh, Gott sei Dank. So. So. Halt, Moment, wo wollen Sie denn hin? Ja, T-Shirts drucken. Keine schlechte Idee. Kohl wäre ja heute national fast so etwas wie ein Drückeberger. Denn seit dem letzten Wochenende, nach der Münchner Sicherheitskonferenz, gilt ein neues Credo. Von Deutschland soll nie wieder Zurückhaltung ausgehen. Gut so. Rüsten wir also auch sprachlich um und benennen das Verteidigungsministerium um in Interventionsministerium. Verteidigt wird bei uns schon lange nichts mehr. Ziel ist es allein, neue Märkte für die deutschen Waffenproduzenten zu erschließen. Auf der Sicherheitskonferenz hat eine neue Troika des deutschen Geltungsbewusstseins ein Tänzchen aufs internationale Parkett hingelegt, das die Champagnerflaschen in den Büros der Rüstungsindustrie ejakuliert haben. Vor allem wegen der Jungfernrede der heiligen Ursula von der dauernden Empfängnis, die sich mehr Bundeswehreinsätze im Ausland wünscht. Eins ist klar, um in diesem Land das brutale Handwerk des Tötens als stinknormalen Beruf zu verharmlosen, braucht es eine Frau, der Verharmlosung durch eine Frau. Und was für eine. Erste Anfrage der Heeresleitung. Frau von der Leyen, unsere Truppenstärke ist zu gering. Antwort von der Leyen, geben Sie mir 9 Monate. An ihrer Seite reitet Frank-Walter Steinmeier, ein Mann mit dem Charisma eines sedierten Uhus und von historischem Bewusstsein. Seine beiden ersten Antrittsbesuche absolvierte er in Polen und Frankreich, also den Ländern, in denen wir Deutschen traditionell als Erste vorbeischauen. Auch Steinmeier wünscht sich mehr Action in der Außenpolitik. Tolle Leistung, schon nach 2 Monaten vermisst man Guido Westerwelle. Von der Leyen und Steinmeier, das allein wäre ja schon genug rhetorische Potenz, um den Finger am nationalen Abzug zu lockern. Aber komplett wird das Trio Nationale natürlich nur durch ihn. Joachim Gauck, die moralische Knautschzone aus Rostock. Gauck hat auf der Konferenz die zukünftige Rolle Deutschlands in der Welt so klar und präzise formuliert, dass man sich wünscht, er würde ab sofort wieder das inhaltslose Zeug von früher absondern. Der angriffslustige Pfaffe will, dass wir Deutschen mehr in die internationale Ordnung investieren. Und sollte es hier irgendjemanden geben, der für die bewaffnete Sicherung von wirtschaftlichen Interessen eine hübschere Formulierung findet, als in die internationale Ordnung zu investieren, dem spendiere ich ein Bier. Dumm. Dumm nur, dass das deutsche Volk im Geschichtsunterricht besser aufgepasst hat als Gauck. Und deswegen wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen nach einer aktuellen Umfrage, dass internationale Konflikte nicht mit Waffen, sondern mit Geld und Diplomatie gelöst werden. Aber Gauck wäre nicht unsere oberste Stimmungskanone, würde er nicht versuchen, ein notwendiges Tötungsbewusstsein zu schaffen. Zitat Joachim Gauck.
Ich muss wohl sehen, dass es bei uns neben aufrichtigen Pazifisten jene gibt, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. So einfach geht Weltbild. Es gibt richtige Pazifisten und dann die Pazifisten, die schlicht zu faul zum Schießen sind. Und sollte sich irgendjemand wundern, dass ein Mann Gottes so wenig von Pazifismus hält, so hat er es nicht gelesen. Das Joachim-Evangelium. In dem geschrieben steht, auch wenn dir niemand auf die linke Wange schlägt, so gehe hin, siehe, ob es was für dich zu holen gibt und schmeiß den Panzer an. Ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wop. Ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Och. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Victoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Otthoff, Sie sind die Privatversicherung. So, wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten, indem Sie ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich? Aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem. Den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns. Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so, die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Gerhard Schröder. Ja. Meutel, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja. Der arbeitet doch für uns, den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem, Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja. Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi, Baby, du machst es mal in vielen Zeitungen der Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente nicht kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja. Aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wär's, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, Entschuldigung. Ja. Da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA. Ja. Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt doch bei der Ergo ja. Und bei der Victoria. Ja.
Sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was, Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay. Millionen in Vortragshonoraren. Ach, ha? Schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, Herr Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente, verstehen Sie, die alle einzahlen. Ja. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? Was? Ja. Was? Ja. Lass uns die Fahne schwenken. Warum jetzt hier, Was denn? Warum jetzt bitte die ukrainische Fahne? Das ist nicht die ukrainische Fahne, das ist die Fahne der deutschen Rentenversicherung. Ah, ja, sehr schön. Rentenmörder! Rentenmörder! Ah, der Rentenmörder! Ist die Guillotine bereit? Ja, die Revolution kommt ins Rollen. Moment. Wir brauchen noch einen charismatischen Anführer für unsere Sache. Vielleicht jemanden, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, natürlich. Wen nehmen wir da? Ich weiß nicht genau. Also ich stets mache. Oh, super. Kommen Sie. Kommen Sie bitte. Ein Politiker als Revolutionsführer, das ist doch irgendwie das Ende. Also, ich habe 20 Jahre, bin ich im Kabarett, habe ich auf die Fresse bekommen, wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück. Yeah. Yeah. Das ist doch schlimmer als die Guillotine. Ach, cool. Nix Guillotine. Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Hey. Ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Hey. Habt ihr das nicht kapiert? Jawohl. Das stimmt ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott, die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5% ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung 20% und noch mehr. Ihr müsst doch die ganzen Drückerkolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Und jetzt sage ich noch was. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre. Die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreform, zwei Weltkriege. Das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Ihre Geschichte ist die Geschichte gebrochener Versprechen. Ja! Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Eine Frage. Sie als alter Herz-Jesu-Marxist, könnten Sie uns übersetzen, was auf diesem Plakat eigentlich steht? Da steht, das habt ihr doch mit Absicht gemacht, da steht, die Rente ist sicher. Hurra! Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, wirklich. Ich werde nie wieder einen dummen Holländer-Witz machen. Das ist schön, aber warum? Weil Sie so mutig sind. Hier, ich habe diesen FIFA-Vertrag, den jedes Land unterschreiben muss, wenn es eine WM ausrichten will. Stimmt, und die Niederlande waren das einzige Land, das den Mut besessen hat, diesen Vertrag zu veröffentlichen. Jawohl. Wobei, bei eurer WM-Bilanz, was hattet ihr schon zu verlieren? Unser Gewissen
Kennt ihr nicht, kann man nicht kaufen. Ja. Stehen Sie eigentlich noch zu Ihrer Wette, oder? Ja, nein. Doch, aber schauen Sie, dieser Knebel, dieser Vertrag hier, ach, ja, von der FIFA, das ist ja der reinste Knebelvertrag. Ja. Verstehen Sie, die können sich über die Arbeitsrechtsbestimmungen des jeweiligen Landes einfach so hinwegsetzen. Ja. Das ist eine glatte Lizenz zum Ausbeuten. Ja. Verstehen Sie, ja? Ja. Und hier, schauen Sie mal, Paragraph 3, die zahlen keine Steuern. Ja. Also die FIFA zahlt keine Steuern. Ja. Und zwar vom Moment der Zeitpunkt der Vergabe bis zum Ende der WM. Ja. Keine Steuern. Auch die Bauunternehmer, die Franchise-Nehmer, die Vertragspartner der FIFA, die zahlen da alle keine Steuern. Ja. Verstehen Sie, auch die Sponsoren nicht. Verstehen Sie, milliardenschwere Unternehmen, die fallen in ein Land ein, graben das Geld ab und die ganzen Kosten wälzen sie auf den Steuerzahler ab. Ja. Wenn Sie noch einmal Ja sagen, wissen Sie, was ich da mit Ihnen mache? Nein. Aber erklären Sie mal, wie kann es sein, dass ganze Länder alle die Beine breit machen, wenn die FIFA kommt? Das ist doch ein Non-Profit-Unternehmen. Die haben 1,4 Milliarden Rücklage. Und die Funktionäre schwimmen im Geld. Wie zur Hölle machen die das? Das ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie, die FIFA hat ein Produkt, das alle wollen, aber nur sie vertreiben. Damit Geld zu machen, das ist wie auf ein leeres Tor zu schießen. Oh, yes. Moment mal, aber die müssen ja die Fernsehrechte verkaufen, nicht wahr? Und da gibt's ja immerhin noch so etwas wie einen funktionierenden Wettbewerb, ne? Den kann die FIFA nicht so leicht ausschalten. Doch, die haben die Fernsehrechte jahrelang an immer denselben Zwischenhändler verkauft. Ja, an den meistbietenden halt. Nee, an den, der am wenigsten geboten hat. Hä? Was ist denn das für eine Taktik? Ja, weil der am wenigsten geboten hat, den Funktionären am meisten geboten hat. Über die Jahre so 140 Millionen. Wie, und das funktioniert? Ja, und wie geschmiert. Wie geschmiert? Also, ich meine, das ist doch glatt ein Fall für die Justiz. Ha? Ja, wir sind doch hier schließlich nicht in einer Bananenrepublik. Schlimmer. Da kommen Sie nicht mehr durch. Schlimmer, wir sind in der Schweiz. Wie? Was soll das denn heißen? Na, die FIFA sitzt in der Schweiz. Und in der Schweiz war bis vor kurzem Korruption bei Privatpersonen nicht strafbar. Aber ich höre mal, Privatpersonen, das ist doch ein milliardenschweres Unternehmen. Das ist ein Verein. Wie die Taubenzüchter. Ah. Nur züchten die Mäuse. Jawohl, und das steuerfrei. Also entschuldige mal, das ist doch, jetzt reicht's mir langsam. Jetzt hole ich die Polizei. Ja, ja, gucken Sie mal, aha. Interpol. Ja. Ah, Spezialisten in der Korruptionsbekämpfung. Die werden, was machen Sie denn da? Das ist die Polizei. Ja, und ich bin die FIFA und ich habe gerade 20 Millionen gespendet. Die FIFA spendet 20 Millionen an Interpol? Warum das denn? Das ist, das ist Korruption. Das ist eindeutig Korruption. Das ist Korruptionsbekämpfung. Wie? Moment mal, weil die FIFA gibt der Polizei Geld, damit die bei denen die Korruption bekämpfen? Nein, doch nicht bei der FIFA. Die sollen die Korruption bekämpfen irgendwie in Fernost, wissen Sie? Keine Ahnung, irgendwie präventiv. Yes! Yes. Meine Herren, ich spüre da ein gewisses Misstrauen gegenüber der FIFA. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir holen uns einen neutralen Schiedsrichter. Ja, gut, gut, das ist gut. Jawohl. Einzige Bedingung. Er darf nicht in unsere Vergangenheit wühlen. Ach, sonst kommt noch was raus, ja? Ich darf Ihnen vorstellen, der Ermittler unserer Ethikkommission, Staatsanwalt Michael Garcia. Moment mal, die Pfeife kenne ich doch. Der hat doch die Aufsicht gehabt als beim Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank. Das war das größte Versagen, der Aufsichtsversagen in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Genau unser Anforderungsprofil. Teuer und inkompetent. Sag mal, halten Sie sich ja überhaupt keine Regeln? Wir sind die Regeln. Ach, spielen Sie auch mit sich selbst. Ja. Isis. Isis. Hören Sie jetzt mal auf. Okay. Gut. Isis. Na, was ist jetzt? Eingreifen oder nicht? Keine Ahnung. Können wir nicht mal erstmal Ursachenforschung betreiben, bevor wir... Oh Gott, Sie ISIS-Versteher. Man kann das Böse nicht verstehen. Man kann es nur bekämpfen, indem man rechtzeitig eingreift. Ah, verstehe. Wie die Amerikaner damals im Mittleren Osten. Ja. Oh, gut, super. Spielen wir das Ganze doch noch mal nach. Guck mal, wir stellen uns vor, Sie sind Amerika. Okay. Viel Spaß. So, wir gehen zurück in der Geschichte. Und zwar in die Geschichte des amerikanischen Eingreifens. So, gucken Sie mal, können Sie das erkennen? Kommen Sie, reißen Sie ein bisschen zusammen. Für mich ist auch die sechste Stunde hier. So. So. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. Im Iran regiert das Böse. Mohammed Mossadegh. Was? Der Mann war Rechtsanwalt. Sag ich doch, das Böse.
Unsinn. Der Mann war demokratisch gewählt. Der trat ein für eine Trennung von Staat und Kirche. Ja, aber er wollte ans Öl. Was? Dieser Raffzahn? Na gut, also er wollte dem iranischen, hungernden iranischen Volk sein eigenes Öl zurückgeben, das sich die Briten geschnappt hatten. Aber das sind Details, das brauchen Sie nicht. Sie sind Amerika. Genau, der Mann muss weg. Genau, ein Problem. Ein Problem, der Mann ist demokratisch gewählt. Schicke ich die CIA. Gut, toll. Die CIA besticht jetzt die Presse, Abgeordnete und kauft sich ein paar Gangsterbanden. Die versetzen dieses Land Iran ins Chaos, bis die Armee putscht und sie ihren Mann, den Schah, einsetzen können. Klingt aber schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, oder? Ja, das war's auch. Bis letztes Jahr, da hat die CIA die Akten geöffnet. Ah, dann ist das jetzt Geschichte. Kann man so sagen. Und das Schöne darin ist, ihr Schah hat im Iran quasi eine stabile Diktatur installiert, die ihnen und den Briten die Ölquellen sichert. Wir haben also die westlichen Werte erfolgreich verteidigt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was, noch mehr Anwälte? Nein, schlimmer. Hören Sie, jetzt, der Schah hat sein Volk so unterdrückt, dass radikale Islamisten unter Ayatollah Khomeini den Schah beiseite schaffen und selbst ein religiöses Terrorregime eröffnen. Was, da muss ich eingreifen? Nein, ruhig, Brauner, das lassen wir jetzt mal jemand anders ran, ne? Ah, Hussein, den bombe ich weg. Nein. Hussein marschiert in den Iran ein. Er kämpft gegen das Böse. Dann schicke ich ihm Waffen? Na, nur ein kleines Problem. Was ist das denn? Ein Waffenembargo. Scheiß Pazifisten. Ja. Ach. Ich weiß was. Was? Ich schicke nur Einzelteile. Nicht schlecht. Nee, der eine schickt Senf, der andere Gas. Was können Sie dafür, dass Hussein Senfgas draus macht? Nicht. So, Hussein führt 8 Jahre lang Krieg, 750.000 Tote. Die Giftgasangriffe erfolgen übrigens mit ihrem Wissen. Also das ist jetzt aber Verschwörungstheorie. Ja, das war es auch bis letztes Jahr. Da hat die CIA die Akten geöffnet. Sag mal, haben die Idioten keinen Schredder? Ja, bitte. Das ist blöd. So, Vorsicht hinter Ihnen. Was? Nein. Hier, die Russen marschieren in Afghanistan ein. Da muss ich eingreifen. Naja, das tun sie im Prinzip schon. Sie rüsten radikale Islamisten auf. Radikale Islamisten gegen ja. die Russen? Ja. Toll, ja. Moment. Radikale Islamisten, bekämpfe ich die im Iran als das Böse? Ja, aber die gegen die sehr bösen Russen sind die weniger böse. Ja. Wunderbar. Da werde ich mich gleich mal bedanken bei einem der Anführer, die da für uns in Afghanistan kämpfen. Wie heißt denn da jemand? Osama Bin Laden. Ich rufe später an. Gut. Über 1 Million tote Zivilisten später. Das Gute hat gesiegt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die Russen kommen zurück? Nein, Saddam Hussein. Aber der war doch gerade eben der Gute. Ja, aber jetzt marschiert er gerade in Kuwait ein. Da muss ich eingreifen. Oder helfen? Naja, schwierig zu sagen. Kuwait, sagen wir mal so, absolutistische Monarchie, ohne Frauenwahlrecht dafür, mit Sklavenhandel. Er kämpft also für die westlichen Werte? Ja. Er will ans Öl. Was? Mein Öl? Meine Werte? Ich meine, da muss jemand eingreifen. Warum tut denn niemand was? Ja, die Vereinten Nationen sind nicht so in Kriegslaune. Scheiß Pazifisten! Wissen die denn nicht, dass irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen herausgerissen haben? Wo haben Sie das denn her? Hat eine Hebamme ausgesagt. Öffentlich. Sie wird sich später als Tochter des kuwaitischen Botschafters herausstellen. Die ganze Geschichte ist frei erfunden? Von einer amerikanischen PR-Agentur. Manchmal braucht das Böse auch ein bisschen Publicity. Sie Schlingel. Gut, die Weltöffentlichkeit ist empört. Sie haben ihren Krieg, Wirtschaftsembargo, über 1 Million Tote. Das Gute hat wieder gesiegt. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Denn seitdem sind in Kuwait amerikanische Soldaten stationiert. Und Al-Qaida und Osama Bin Laden empfinden das als Entweihung der heiligen Erde. So, den Rest kennen Sie. Afghanistan, 9-11, Osama Bin Laden, World Trade Center, 3000 Tote. Woher kommt denn all der Hass auf den Westen? Ich weiß es nicht. Sagen Sie mal, die Al-Qaida, wo kriegt ihr eigentlich ihr Geld her? Oh, bis jetzt von Ihnen. Hoppala. Ja, und von Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Eingreifen, wegbomben! Nein, das geht nicht. Das sind die Guten, die haben zu viele von ihnen Werten.
Dann irgendwas in der Nähe? Ja, Irak wäre gerade frei. Da war ich schon lange. Ja, gut. Außerdem. Was denn? Hat Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen, sagt die Hebamme. Was? Sehr, sehr gut. Sie marschieren zum zweiten Mal in Irak ein, 100.000 Tote, und Saddam Hussein wandert von seinem Erdloch in ein anderes Erdloch. Ah, mission accomplished. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die ISIS nutzt das von ihnen hinterlassene Chaos und auch die von ihnen hinterlassenen Waffen, um einen perversen Gottesstaat zu errichten. Ach, verdammt, dann muss ich jetzt gegen die ganz Bösen kämpfen. Dann nehme ich vielleicht einen Halbbösen, die in Iran. Wie? Oder vielleicht den Assad, der ist dreiviertel böse. Wie? Ich weiß es doch auch nicht. Sagen Sie mal, gibt es bei diesen ganzen religiösen Fanatikern nämlich wenigstens einen Demokraten, der für die Trennung von Staat und Kirche eintritt? Ja, da hat es jemand gegeben. Mossadegh. Aber den wollten sie als erstes loswerden. Gut, dass ich eingegriffen habe. Das bieten Menschen im Internet an. Sie müssen sich bloß einen Namen ausdenken, 519 Dollar überweisen und dann haben Sie eine Briefkastenfirma. Ja, unglaublich. Auf diese Weise werden 16 Billiarden Dollar in Steueroasen versteckt. Wissen Sie was? Das machen wir jetzt auch. Was? Ja, ich spiele jetzt jemanden, der keine Steuern zahlen möchte. Sie meinen, Sie spielen sich selbst vor 10 Minuten? Ja, und ich möchte mit den Cash-Reserven nichts mehr zu tun haben. Aber jederzeit darauf zurückgreifen Gut. können. Wissen Sie, was wir machen? Wir Nein. gründen eine Briefkastenfirma. Gut. Die UTOF Unlimited. You too. Geiler Name für Steuerhinterziehung. Genau. Gut, wie gehen wir vor? Ja, ganz einfach. Ich bleibe hier und Sie gehen in die Steueroase. Für mich als mein Strohmann. Strohmann pro bono, verstehe. Alles klar. Och, ist aber ganz schön kalt für eine Steueroase. Ja, ist Delaware, USA. Durchschnittstemperatur 10 Grad. Ich dachte, ich gehe offshore. Na, Sie sind doch offshore. Weg vom Strand. Das ist völlig trostlos hier und so einsam. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Sie in einem Gebäude untergebracht, wo Sie sich mit 280.000 anderen Firmen den Briefkasten teilen. Ist aber nicht sehr hygienisch. Aber sehr ökonomisch. Okay. Hier. Was ist das? Das ist die Director's Declaration. Ha, meine Ernennungsurkunde. Ja, mit diesem Schein werden Sie Direktor. Scheindirektor. Genau. Was? Damit erklären Sie, dass Sie meinen Anweisungen folgen. Moment. Ich dachte, ich bin hier der Direktor. Sie, ich zahle Sie nicht fürs Denken. Hier. Okay. Was ist das? The Purpose of Attorney. Damit bleibe ich offiziell weiter Geschäftsführer. Also, bleibe ich Geschäftsführer, obwohl ich offiziell nichts zu sagen habe. Ja, und hier. Moment, was? Was ist das? Ihr Resignation Letter. Ja, Moment, ich resigniere nicht, ich kämpfe bis zum Schluss. Damit bitten Sie um Ihren Rücktritt. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Unterschreiben Sie jetzt. Okay, ja. Das Datum lassen wir noch offen. Ja, Moment, da können Sie mich ja auch im Nachhinein sozusagen kündigen. Natürlich. Ich muss mich doch absichern vor solchen Offshore-Halodris wie Sie. Leute, die solche Papiere unterschreiben, denen kann man doch nicht trauen. Auf, auf gute Zusammenarbeit. Ja, ja. Und was jetzt? Jetzt machen wir mit dieser relativ einfachen Konstruktion sehr, sehr komplizierte Geschäfte, um ein bisschen Steuern zu sparen. Ah, Moment. Sie versuchen doch, hier Gelder am Fiskus vorbei ins Ausland zu schaffen. Aber nein, nein. Ich mache ganz legale Geschäfte mit Herrn von Wagner von der UTOF Unlimited. Was für Geschäfte? Dienstleistungen. Herr von Wagner berät mich. Mach ich? Ja, los. Beraten Sie mich. Ja, Herr UTOF, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz. Dann sollten Sie keine Milch reintun. Hervorragend. Hervorragend. Hervorragender Ratschlag. Dafür zahle ich Ihnen 7 Millionen Euro. Ja. Dankeschön. Das ist Coffee Consulting. Wo ist das Geld jetzt?
Bei mir nicht, ich habe nichts zu versteuern. Haben Sie das Geld? Was für Geld? Na, sein Geld. Oh, da muss ich nachschauen. Das ist, glaube ich, auf einem Schweizer Konto. Grüezi. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin der Mittermeier von der Credit Suisse. Hetzen Sie mich nicht. Ich bin im Stresstest. Und das ist jetzt das Geld von der UTOF Unlimited? Herr Mittermeier, ich kann mich doch auf das Bankgeheimnis verlassen. Wer hat's erfunden? Ja, fühlen Sie sich nicht zu sicher. Noch. Bald ist Ihr doofes Bankgeheimnis genauso löchrig wie Ihr doofer Käse. Bald? Bald? Ist bei uns in der Schweiz ein sehr, sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Unser Geld ist in Sicherheit in der Schweiz, vermehrt sich da steuerfrei. Aber jetzt ein Problem, Sie kommen ja gar nicht mehr an das Geld ran. Aber natürlich, gar kein Problem. Ich zeige Ihnen das mal. So. So, da ist das Geld, jetzt werden die Steuern fällig. Das glaube ich nicht. Schauen Sie, jetzt mache ich ein Geschäft mit mir selbst. Ich nehme einen Kredit bei mir selbst auf. Und der ist steuerfrei. Das geht mir hier jetzt aber entschieden zu schnell. Ach. Sagen Sie mal, Herr Uthoff, wenn das so einfach darstellbar ist, dass selbst wir das schaffen, warum machen die Staaten da nichts gegen diese Steueroasen? Ich meine, das ist doch gar kein Problem. Schauen Sie, das ist doch ganz einfach. Diese Steueroasen, die können mit den Steuern machen, was sie wollen. Das sind ja völlig unabhängige, souveräne Staaten. Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung von Erdkunde. Was? Naja, bayerisches Abitur. Was denn? Also, jetzt bitte. Hinsetzen. So. Was haben wir hier? Die Kanalinseln, Bermudas, britische Jungferninseln, Cayman Islands. Das sind die großen Steueroasen. Aha. Fällt euch was auf? Ja, die sind ziemlich klein. Fast. Das sind sogenannte britische Überseeregionen. Die sehen aus wie eigenständige Staaten, sind es aber nicht. Die Regierungen werden von der britischen Königin eingestellt. Das heißt, faktisch gehören die zu England. Moment, das heißt ja, dass Großbritannien, die so tun, als würden sie gegen Steueroasen vorgehen, selber Steueroasen betreiben? Ja, aber warum? Da stellen wir uns mal ganz dumm und euch vor, ihr seid eine Regierung und wollt neoliberale Politik machen. Ah, ja. Politik gegen die sozial Schwachen, Steuersenkung für Reiche. Ach, für so eine Politik kriegen wir in der Bevölkerung doch niemals eine Mehrheit. Außer? Ja, außer man schafft irgend so einen Sachzwang, oder? Zum Beispiel? Steueroasen, in denen die Steuern viel niedriger sind als im eigenen Land. Ja. Da fließt dann das Geld hin? Und eurer Bevölkerung sagt ihr, ihr müsst den Reichen die Steuern senken, weil die sonst mit der Kohle in eine Steueroase abhauen. Das nennt man Steuerwettbewerb. Ach, deswegen sind die Konzernsteuern in den letzten Jahren einfach, die haben sich halbiert? Ja, dann ist die Politik ja gar nicht machtlos. Nein, Klaus, das ist nur eines von den vielen unverschämten Märchen. Und was machen wir jetzt? Ihr beiden macht jetzt Pause. Jetzt endlich. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger möglich macht, die Anstalt zu sehen. Und ab wann gilt das? Also, Genossen, nach meiner Kenntnis gilt das ab sofort. Unverzüglich. Ja? Gedenken Sie der Mauertoten? Ich bin Grenzschützer. Ich gedenke der Mauer. Ja. Grenzschützer! Also, Kollege, ich darf mich vorstellen. Frontex. Verstehen Sie, wir sind eine europäische Agentur zur Sicherung der Außengrenzen. Ich würde mal sagen, wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Mauer bauen? Da bin ich dabei, aber wo? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Wir bauen eine Mauer rund um die Festung Europa.
Und zwar in konzentrischen Kreisen. Beginnen wir doch im Mittelkreis in Deutschland. Hier, sehen Sie die Mauer? Nee, hö. Ja, die sollen Sie auch gar nicht sehen, die ist unsichtbar. Verstehen Sie, aber sehr effektiv gegen Asylbewerber. Das ist die Drittstaatenregelung. Funktioniert so, Deutschland gewährt jedem Asyl. Er darf halt vorher kein anderes europäisches Land betreten haben. Hier, nur mal zum Spaß, probieren Sie es mal. Na, das ist auch ganz einfach, nicht wahr? Da gehe ich einfach über Polen. Ja, das ist ja jetzt auch Teil. Nein. Dann vielleicht Holland oder Italien. Nein. Das ist aber relativ schwierig, wenn man nicht kennt, gerade ein sehr, sehr gutes Kapabild zur Verfügung hat, nicht wahr? Das, und wenn es einer trotzdem tut? Dann wird er zurückgeschickt. Das heißt, Deutschland benutzt alle seine Nachbarn als Bufferzone. Jawohl. Deutschland hat das Asylrecht und die anderen haben die Asylbewerber. Ja, verstehen Sie? Und noch sicherer ist es natürlich, wenn die Flüchtlinge gar nicht erst bis in die europäischen Nachbarländer vordringen. Ja, wie wollen Sie denn das machen? Ja, mit Mauer Nummer 2, der EU-Außengrenze. Verstehen Sie? Wir haben hier innen den Schengen-Raum. Innen ist Schengen und außen draußen sind Schergen. Jawohl. Das war der Hintergedanke, nicht? Man stärkt die Außengrenzen, damit man sich innen frei machen kann. Freizügigkeit, Sie verstehen. FKK, das kenne ich. Ja. Aber man hält es Flüchtlinge fern. Nee, dafür brauchen wir Gesetze. Verstehen Sie? Es ist illegal, ohne die richtigen Papiere über die Grenzen hier zu kommen. Aber das kennen Sie ja von früher. Doch Sie können doch bitte die DDR nicht mit der EU vergleichen. Da gibt es doch einen Unterschied. Selbstverständlich. Die DDR hat die Menschen gewaltsam gehindert, rauszukommen. Die EU hindert die Menschen gewaltsam, reinzukommen. Und sind Ihre Grenzen dicht? Selbstverständlich. Dafür sorgen wir von Frontex. Hä? Ja, aber ich sehe gar keinen Wachturm. Oh, entschuldigen Sie. Natürlich haben wir den. Der steht in Warschau. Eiferbipsch, das ist ja mal ein Jägerstand. Hm. Ja. Sehen Sie, da liegen wir auf der Lauer und haben die Grenze im Blick mit Wärmebildkameras, mit biometrischen Datenbanken, mit Weltraumsatelliten. Verstehen Sie, da orten wir jedes Rebellenraumschiff, Flüchtlingsboot. Auf den Zentimeter genau. Verstehen Sie, wie sage ich immer, Humanität. Das muss man technisch in den Griff kriegen. Das klingt aber nicht billig. Ist es nicht. Bisher hat es uns 1 Milliarde gekostet, aber wir wollen mehr, bis zu 14 Milliarden. Woher kriegen Sie die Gnade? Na, vom europäischen Bürger. Aber keine Sorge, die haben keinerlei demokratische Kontrolle über uns. Ach so, wie beim Politbüro. Aber, Moment, Sie haben doch gar keine Mauer, keine richtige. Entschuldigung, wir haben einen Zaun. Zaun? Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun? Das hat meine Oma auch. Aber hat Ihre Oma auch das hier? Schauen Sie sich das Baby an. 6 Meter hoher Metallzaun mit Vandalismus gesicherter Sprühvorrichtungen für Reizgas, dann auch noch Antisprungvorrichtungen. Und der gute alte NATO-Draht, Mensch, das nenne ich einen Zaun. Ja. Jetzt verstehe ich, warum Sie mir gesagt haben, die Überlegenheit des Systems. Ja. Mit dem Zaun können wir ja die ganze Armee aufhalten. Das müssen wir auch, eine Armee von Flüchtlingen. Die kommen aus den Bürgerkriegsländern, die haben nichts mehr zu verlieren. Verstehen Sie, der Landweg nach Europa ist die letzte Chance. Den müssen wir dicht kriegen. Mit Zollen in Marokko, in Griechenland, Bulgarien. Verstehen Sie, dichter. Und wer macht es? Na, die EU, unter der Führung von Deutschland, dem Land der Denker und Dichter. Das ist ja fantastisch, also. Das habe ich aber vor lauter Zäunen ganz vergessen. Was wird dann nochmal geschützt? Na, wir schützen das Asylrecht. Vor den Flüchtlingen. Und Sie müssen wissen, das Asylrecht ist sehr empfindlich. Deswegen sollte es möglichst selten benutzt werden. Ich verstehe. Gut, die Landgrenze ist jetzt dicht. Ja. Aber dann kommen die doch alle übers Meer. Ja. Gut, die ersaufen ihn doch. Ja, ich weiß, das ist ein ernstes Problem. Es gibt schon Beschwerden von Touristen. Aber deswegen arbeiten wir an Mauer Nummer 3. Verstehen Sie, die Flüchtlinge sollen das Mittelmeer gar nicht erst erreichen. Ja, wie wollen Sie denn das schon wieder machen? Indem wir mit diesen Ländern Mobilitätsabkommen abschließen. Klingt aber verdächtig nach Reisefreiheit. Die sollen einfach mobil machen gegen die Flüchtlinge. Und dann endet so eine Flüchtlingsreise eben nicht im Bed and Breakfast, sondern in einem libyschen Foltergefängnis. Ach, dann ist das eher ein Mortalitätsabkommen. Ja. Sehen Sie, Frontex ist in ganz Afrika unterwegs. Verstehen Sie, gegen Sahara-Flüchtlinge, hier gegen die Migration auf die Kanaren und Aktion Triton, hier gegen die Lampedusa-Flüchtlinge. Die deutsche Grenze wird in der Sahara verteidigt. Ja.
Sagen Sie mal, unter uns beiden Mauerschützern, wie viele Tote gab es denn bei Ihnen da so in der letzten Zeit zu beklagen? Ja, bisher 20.000, aber ganz ohne Schießbefehl. Wir, die DDR, haben es in 40 Jahren nur auf 800 Tote gebracht. Hm. Und wir waren faktisch ein Unrechtsstaat. Und was sind Sie? Oh, Friedensnobelpreisträger. Keine Lust auf Streit. Ist doch Weihnachten. Ja, das Fest der Liebe, das ja so heißt, weil es nur einmal im Jahr stattfindet. Da geht man aufeinander zu und heißer, wir sind in Thüringen nicht AfD und CDU aufeinander zugegangen. Sondierungsgespräche, wie man die Preisabsprachen im horizontalen Gewerbe heutzutage nennt. Apropos horizontal, was ist eigentlich mit der Springerpresse los? Dass die es mit ihrer Hetze nicht mehr schaffen, einen linken Ministerpräsidenten zu verhindern. Bodo! Bodo Ramelow, dessen Name klingt wie der eines betrunkenen Hasen in einem Kinderbuch. Und auf dessen Wunschzettel Unternehmensgewinne noch nicht ganz oben stehen, er macht ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, gegen Thüringen als abtrünnige Teilrepublik hilft bald nur noch der Einsatz von Streubomben. Tja, so macht man das heutzutage mit dem eigenen Volk. Fragen Sie Poroschenko. Die Ukraine hat auch eine neue Regierung. Und mein Gott, sie ist so geworden, wie wir sie uns gewünscht haben, nicht wahr? Völlig frei von ausländischen Einflüssen. Neue Finanzministerin ist die amerikanische Investmentbankerin Natalie Jaresko, die zuvor im US-Außenministerium und in der US-Botschaft gearbeitet hat. Das Gute an ihrem neuen Job, der Chef bleibt der Alte. Neuer Wirtschaftsminister wird ein litauischer Finanzinvestor, der jetzt vor der schwierigen Aufgabe steht, das Land quasi an sich selbst zu verscherbeln. Nazis gibt es übrigens keine mehr in der Ukraine. Die sind jetzt alle in Jasenjuks Partei eingehegt worden. Tolle Sache, dass endlich gibt es auch pro-westliche Nazis. Und Nazis in die Regierungsverantwortung einzubinden, das hat ja auch in Deutschland schon mal ganz, ganz prima geklappt. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Deswegen haben die Amerikaner, der US-Senat, vor kurzem eine Resolution 758 beschlossen, die Putin für die Wurzel allen Übels in der Ukraine hält und die Russland zu einer Gefahr für den Weltfrieden macht. Da kann einem ein bisschen Angst und Bange werden. Ähnlich gefühlt haben müssen sich über 60 Intellektuelle, die letzte Woche einen Aufruf in unserem Land veröffentlicht haben. Und ja, ich sage Intellektuelle, auch wenn Gerhard Schröder dabei war. Und in diesem Aufruf wurde gefordert, mehr Gespräche, mehr Friedensbereitschaft von den Regierungen. Und die Reaktion auf den Aufruf war erwartbar. Die ARD hat es flüchtig gestreift. Für den ZDF, für die ZDF war dieser Aufruf offensichtlich nicht wichtig genug. Und FAZ und die Zeit haben, ob des Wunsches nach mehr Frieden und Gespräch, nur arrogant mit dem Kopf geschüttelt, soweit man einen Kopf halt schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Und hier wird es wirklich bizarr, die größte kriegstreibende Kraft in unserem Land ist inzwischen die Partei Die Grüne. Omnipur, Özdemir und die Leute von der Heinrich-Böller-Stiftung. Und Katrin Göring-Eckardt hat vor kurzem dazu erklärt, naja, die Grünen seien ja niemals eine pazifistische Partei gewesen. Das ist doch ein Moment, an dem man ein bisschen an der Wiedervereinigung zweifelt, nicht wahr? Wenn inzwischen jede dahergelaufene Ostprotestantin so nebenbei aufs Grab von Petra Kelly spucken darf. Hör mal zu. Sie Wirtschaftsweiser, wir gehen jetzt mal schön dieses Gutachten durch. Okay, ja? Meinetwegen, ja. Sag mal, was macht Sie eigentlich zu Spezialisten der Zukunft? Na, wir kommen aus dem Morgenland. Morgenland, verstehen Sie? Ich schmeiß mich weg. Wissen Sie, dass es eine Tabelle gibt, in der gelistet wird, wie Wirtschaftsinstitute die Konjunktur der nächsten Jahre vorhersagen? Und wie treffsicher? Und raten Sie mal, auf welchem Platz die Wirtschaftsweisen sind. Warten Sie, ich mache eine Prognose. Auf Platz 1.
Schauen wir hinter das Türchen. Platz 18. Die 1 war richtig. Wir lassen, ich hab die 1 gespürt. Wir lassen uns also vom VfB Stuttgart erklären, wie man deutscher Meister wird, ja? Übrigens hier, in Ihrem Gutachten, ja, habt ihr schon mal reingeschaut, ja, ne? Da steht drin, dass der Mindestlohn negative Auswirkungen bringt, obwohl er noch gar nicht da ist. Ja, und was für welche? Wir haben nächstes Jahr nur ein Wirtschaftswachstum von 1%, dank des Mindestlohns. Ohne den hätte man einen riesen Aufschwung. Ja, ohne diese ganzen Sozialgeschenke, ja, Mütterrente und Mindestlohn, dieses ganze Sozialschnickschnack. Sind das politische Empfehlungen? Naja. Ha! Hab ich sie. Gemäß § 2 des Gesetzes über den Sachverständigenrat dürfen Sie keine bestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen empfehlen. Das tun wir auch nicht. Wir sagen ja nur, was wir nicht wollen. Ach, dann haben Sie sowas wie eine versteckte Agenda. Das können Sie mir nicht beweisen. Oh doch. Die OECD zum Beispiel sagt auch, dass die Ungleichheit in Deutschland stark zunimmt. Sie sagen das nicht. Nein, wir sagen, was vor allem zunimmt, ist die Anzahl der Leute, die den Eindruck haben, dass die Ungleichheit zunimmt. Ich habe den Eindruck, Sie machen sich über mich lustig. Also wir sind vieles, aber nicht lustig. Schauen Sie mal. Man hat die Deutschen gefragt, einkommensmäßig, wie sieht euer Volk aus? Nee, welche Form hat das? Also, die Zwiebel? Oder vielleicht doch eher die Pyramide? Oder der Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum, das ja, denken Sie richtig. Ja, vollkommen falsch. So, die Pyramide. Oben sehen Sie eine reiche Elite, dann kommt die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen, das ist die größte Gruppe. Ja, und wie ist es wirklich? Na ja, schauen Sie, oben ist eine Elite, dann die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen, die größte Gruppe. Das ist doch genau dasselbe. Ja, aber wir wollen nicht, dass das so aussieht. Sehen Sie, eine Pyramide, da sieht man die Ungerechtigkeit ja an. Nicht, dass das schreit ja gleich nach Revolution. Nein, nein, wir wollen etwas anderes, Schöneres. Eine Zwiebel mit einer breiten Mittelschicht. Verstehen Sie, das riecht nach sattem Volk. Und wie wollen Sie das machen? Na, durch Umverteilung. Von Geld? Von Daten. Ach so. Sehen Sie mal. Ganz einfach. Also sagen wir mal, Sie wollen hieraus eine breite Mittelschicht machen, dann müssen Sie natürlich die Unterschicht unterteilen. Ja, sagen wir mal, in Leute, die wenig Geld haben, die sehr wenig Geld haben und die, die sehr, 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 sehr wenig Geld haben. Und schon, schon haben Sie... haben Sie eine Zwiebel mit einer ganz breiten Mittelschicht. Ja. Ja, nicht schlecht. Sagen Sie mal, wo fängt denn bei Ihnen die Mittelschicht an? Oh, schauen wir mal nach, wenn man großzügig ist, bei etwa 1000 Euro. Was? Das ist doch knapp über dem Armutsrisiko. Dann ist ja praktisch jeder Mittelschicht. Und so haben wir Waisen die Armut beseitigt. Und das nur mit einer Zwiebel. Mir kommen die Tränen. Aber sagen Sie, es gibt doch Arme. Kommen Sie, es gibt doch Superreiche, die immer reicher werden. Natürlich gibt es sie, aber die verhageln dir ja jede Statistik, ne? Was machen Sie denn da? Na, ich nehme die Reichen weg. Sie können doch die Reichen nicht einfach ignorieren. Wenn man weiß, ist schon. Na, sehen Sie, die Leute denken immer, wir kümmern uns um die Einkommensunterschiede. Aber wir in erster Linie kümmern wir uns um die Lohnunterschiede. Ja, und wo ist der Unterschied? Oh, müssen wir Ihnen alles erklären. Also, Arbeiter Normalos, die kriegen Löhne. Superreiche, die haben Einkommen aus Zinsen. Ach so, und weil es bei den Löhnen keine Superreichen gibt, gibt es dann, wenn man nur die Löhne betrachtet, auch keine große Ungleichheit, die beseitigt werden müsste. Weise was? Nein, das ist absolut hinterhältig. Sie machen eine Untersuchung über Arm und Reich und lassen die Reichen einfach weg. Aber warum? Ach, natürlich. Wenn man keine Reichen hat, dann gibt es ja auch keine Ungleichheit, die man beseitigen müsste. Ja? Doch, doch, bei den Löhnen gibt es schon Ungleichheit. Da möchte ich uns zitieren, da sind ja in erster Linie mal die Frauen schuld. Verdammte Frau. Was? Die verdienen so wenig, aber keine Sorge, das muss man nicht bekämpfen, das ist halt so. Sagen Sie mal, wozu ist Ihr Gutachten eigentlich nütze? Entschuldigung, wir nützen niemand, wir sind vollkommen unnütz, wir sind Ökonomen. Lass mal sehen, Sie Wirtschaftsweiser. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sind Lobbyist. Was? Nein, also schauen Sie sich doch mal an. Nein, ich bin ein Wissenschaftler. Sehr seriöses Foto von mir übrigens, Volker Wieland. Schauen Sie mal. Ja, und nebenbei sind Sie auch in der Stiftung Marktwirtschaft. Und die steht für? Marktwirtschaft. Für neoliberale Politik. Okay, Sie haben mich erwischt. Aber mein Kollege ist viel schlimmer. Gucken Sie mal an. Lars Pefeld. Gucken Sie sich das an. Der ist nicht nur in der Stiftung Marktwirtschaft. Nein, der ist auch noch Vorsitzender vom Walter-Eucken-Institut oder Leiter, wie man es nennt. Mont Pelerin Society. Der ist überall. Das eine gilt als marktradikal und das andere ist sowas wie das Nordkorea des Neoliberalismus. Und übrigens hier,
Ihr Chef Christoph Schmidt, ja, der ist ja nebenbei auch noch in der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das sind alles Lobbyveranstaltungen, die mehr Markt wollen und weniger Staat. Ihr Wirtschaftsweisen, ihr seid doch nur die Sternsinger des Kapitals. Jetzt sagen Sie mir nur noch eins. Haben die Arbeitgeber wenigstens den Anstand, ihre Propagandaveranstaltung selbst zu bezahlen? Nein, das zahlen die Steuerzahler. Kästner hatte recht. Niemals dürft ihr so tief sinken, als den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Sehr, sehr gut, dass der Rasmussen endlich weg ist. Ja, aber es nützt ja nichts. Er ist nicht der Einzige, der kalter Krieger spielt. Schauen Sie mal, viele Medien machen doch mit. Gucken Sie mal die Schlagzeilen an in letzter Zeit. Genug gesprochen, Stärke zeigen, jetzt oder nie, Ende der Feigheit. Das ist doch keine Berichterstattung, das ist eine Generalmobilmachung. Das müssen wir den Leuten mal zeigen. Die Napalm-Theater-Organisation präsentiert Der Krieg um die Deutungshoheit im Ukraine-Konflikt. Ein Stück in Schwarz-Weiß. Jegliche Ähnlichkeit mit aktueller Berichterstattung ist weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidbar. General von Wagner, wie ist die Lage an der Heimatfront? Na ja, die Reihen sind einigermaßen geschlossen. Wir haben die Meinungsvielfalt auf Schießschadengröße geschrumpft. Meldung aus Odessa. Ah. Über 40 Menschen werden in ein Gewerkschaftshaus getrieben und dort verbrannt. Oh, das ist unsere Chance für einen Geländegewinn. Schreiben Sie, pro-russischer Mob verbrennt wehrlose Ukrainer. Herr Was? General? Ja. Die Opfer sind aus dem anderen Lager. Verdammt! Die Opfer sind keine Bürger, sondern nur Separatisten. Muss es jetzt nicht heißen, ukrainischer Mob verbrennt pro-russische Separatisten? Nein, die Blattlinie muss unbedingt gehalten werden. Schauen Sie, schreiben Sie so an die Tagesschau. Ich sage mal, in Odessa, ja, da kamen bei Zusammenstößen zwischen pro-russischen Aktivisten und Regierungsanhängern mindestens 46 Menschen ums Leben. Irgendwie. Sie machen sich, General von Danke. Wagner. Ja. Meldung! Meldung, ein Passagierflugzeug ist abgeschossen worden. Eine Tragödie. Nein, das ist ein Geschenk des Himmels. Schieben Sie die Aktion dem Feind in die Schuhe. Ja, aber wir wissen doch gar nichts Genaues. Ja. Wunderbar, dann können Sie ganz unabhängig von den Fakten operieren. Ja. Meinen Sie etwa so? Das, wenn Sie so das hinkriegen würden, das wäre wunderbar. Meldung! Doch, ja. Der vorläufige Untersuchungsbericht zu Flug MH17 liegt vor. Ja, ja, und was steht drin? Das Flugzeug wurde durchsiebt. Ja, gibt es nicht irgendwelche Hinweise auf Schuldige? Nein! Wunderbar, dann schlussfolgern wir, dass es jetzt nahezu keinerlei Zweifel mehr gibt, dass es die Separatisten waren. Sehr gut, Herr von Wagner. Ja. Deckung! Was? Was war das denn? Eine Rüge des Deutschen Presserats. Sie sagen, die Operation auf der Titelseite ist für alliierte Ansage instrumentalisiert worden. Ein Blindgänger. Eine Rüge des Presserats. Das muss die Zeitung nicht abdrucken. Davon wird niemand erfahren, wenn es nicht vor einem Millionenpublikum im Fernsehen gezeigt wird. Und da sei Gott vor. Das wollen wir hoffen, Herr General. Ja, gibt es sonst noch was zum Flugzeugabsturz? Ja, ich hätte noch ein Foto. Ja, sehr schön. Zeige ich. Wunderbar. Schauen Sie mal, wie er diesen Teddy wirkt. Das ist doch großartig. Das geben wir an die Boulevardpresse, würde ich sagen. Schreiben Sie. Okay. Ja. Was sind das bloß für Menschen? Putins Rebellen treten auf der Würde der Opfer. Alles klar. Ich hätte auch, falls das interessant ist, noch den dazugehörigen Videoclip. Wunder, auf dem Schirm. Zeigen, bitte? Ha, sehen Sie, schauen Sie, wie er mit Füßen tritt auf der Welt. Jetzt wird er gleich diesen Teddy wegwerfen und ein für alle Mal klar machen, was er für ein Mensch ist. Oh mein Gott, das ist ja zu bewegend. Ich würde sagen, in dem Fall reicht uns das Standbild. Okay. Da sagt jemand, dass die Separatisten an der Absturzstelle vorbildliche Bergungsarbeit geleistet haben. Puh, welcher Idiot war das? Der Leiter der holländischen Untersuchungsgruppe. Wir müssen jetzt alle sehr tapfer bleiben. Ignorieren Sie es. Okay. Alarmstufe gelb! Was? Ein russischer Hilfskonvoi rollt Richtung Ukraine, Sir! Verdammt nochmal, diese Russen! Jetzt haben sie erst mit irgendwelchen komischen Soldaten die Region destabilisiert und jetzt schicken sie das Rote Kreuz hinterher! Das ist brillant. Warum sind wir da nicht draufgekommen? Was ist Ihre Gegenstrategie? Schreiben Sie! Okay. Bei der illegalen Invasion
ukrainischer Mägen, kam es durch russisches Brot, kam es zum massenhaften Überleben bei gleichzeitiger Verletzung der Souveränität der Ukraine. Punkt. Oh, das deutsche Fernsehen zeigt gerade ukrainische Nazisoldaten mit SS-Runen und Hakenkreuz. Gott sei Dank. Nazis, die für eine gute Sache kämpfen. Wie wollen Sie das formulieren? Wir nennen sie weiter Freiwilligenbataillone. Ich glaube, ich sehe was. Was? Um Gottes Willen, die Invasion, sie ist da! Nee, kann ich gerade nicht erkennen. Es sind Fahrzeuge. Fahrzeuge, schreiben Sie! Russischer Armeekonvoi überquert ukrainische Grenze. Moment, die fahren in die andere Richtung. Jetzt schreiben Sie, russischer Armeekonvoi vor ukrainischer Armee auf der Flucht. Nee, es bewegt sich doch nichts. Schreiben Sie, russischer Armeekonvoi zerstört. Ah, was? Die Amerikaner haben Satellitenfotos. Wir haben einen Beweis für die Invasion. Nein! Was? Ex-CIA-Mitarbeiter sagen, man kann darauf nichts erkennen. Nichts erkennen? Suchen Sie irgendjemanden, der irgendwas erkennen kann, verdammt nochmal. Was ist nicht irgendjemand von der CSU? Von der CSU? Ja! Das machen Sie doch! Wir haben... Wieso die CSU? Die sind zurzeit alle Experten im Erfassen ausländischer Fahrzeuge. Moment. Was? Wir haben also undeutliche Satellitenfotos. Jawohl. Unglaubwürdige Experten. Jawohl. Da kann ich doch keine Meldung draus machen. Selbstverständlich. Wir nehmen die bewährte Doppelstrategie. Die Behauptung kommt in die erste Zeile, der Journalismus in den letzten Satz. Ja, okay. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Okay. Russischer Militärkonvoi zerstört. Absatz nach bisher unbestätigten Meldungen. Die Invasion hat ihr Ziel erreicht. Was? Kiew? Nein, Sanktionen. Na Gott sei Dank. Was ist denn jetzt? Durchbruch an der Heimatfront. Die Journalisten werden von den Lesern unter Feuer genommen. Schließen Sie die Leserbriefe. Leserbriefe, das ist alles im Netz. Dann machen Sie die Foren dicht. Oh nein. Was? Die Leute weichen auf Facebook aus. Ja, dann moderieren Sie, blockieren Sie, löschen. Ja, aber wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit. Ja, aber doch in Russland, nicht hier. So. Alarm! Alarm! Was ist jetzt? Alarm! Der ARD-Programmbeirat kritisiert die eigene Berichterstattung zur Ukraine als tendenziös und einseitig. Das ist der Dolchstoß. Reißen Sie sich zusammen! Gut. Oh Gott! Was? Gott, eine Satire-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen macht sich in diesem Moment lustig über die deutschen Journalisten! Was? Ziehen Sie sie mit Unterlassungserklärungen, bis sie nicht mehr laufen können. Dafür haben wir doch jetzt keine Zeit. Doch, dafür haben wir die Zeit, verdammt noch mal. Machen Sie schon, machen Sie was. Nein. Ich meine es nicht. Nein. Nein, ich meine, die Sendung ist vorbei. Was? Die Sendung ist aus, es ist aus, es ist Schluss, aus, vorbei. Trotz so guter Mitstreiter wie Sabine Solger, hätte ich weiter gesagt, Simone Solger und John Doyle und Tobias Mann und es kann und sie verdunkeln, verdunkeln. Sie müssen die Sendung verdunkeln, Satan. Ja, das